Sie unterhält sich mit dir. Es läuft richtig gut. Und sie sagt etwas, das dich ins Stocken bringt. Etwas, das dich nervös macht. Bei dem wir einfach nicht wissen, wie wir antworten sollen. Sie redet vielleicht davon, was ihren Männern gefällt. Vielleicht sogar von Sex. Oder im besten Fall redet sie von dir. Sie sagt zum Beispiel, ich mag Sex im Freien. So, was machen wir jetzt damit? Meint sie damit mich? Meint sie damit, sie möchte mit mir Sex im Freien haben? Was soll ich denn darauf bitte antworten? Der Druck ist auf einmal auf deinen Schultern. Du spürst die Spannung und sie schaut dich erwartungsvoll an. Und um diesen Druck zu lösen, wechseln wir das Thema. Oh, na dann brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen. Kennst du das? Aber was ist da gerade geschehen? Was gerade passiert ist, war der größte Fehler, den wir in diesem Moment hätten machen können. Und jeden Tag machen weltweit Milliarden von Männern genau denselben Fehler. Damit hast du dich selber in die Friendzone begeben. Nicht sie, du bist freiwillig hingegangen. Und dieser Fehler ist leider so ansteckend, denn er überträgt sich in fast alle Lebenslagen. Wir verlieren unsere Anziehung. Sei es bei einer Gehaltsverhandlung, einem Gespräch mit einem Vermieter, einem Vorstellungsgespräch oder natürlich auch mit Frauen. Und viele wissen das gar nicht. Das, was sie gerade getan hat, das war ein kleiner Test. Und jetzt bekommst du einen sicheren Weg, um damit umzugehen. Was wollte sie damit erreichen? Sie wollte damit sehen, ob ihr auf Augenhöhe seid. Ob du sie auf Augenhöhe siehst. Die Männer, die sich jetzt nicht wertig genug in ihrer Gegenwart fühlen, die sich klein und nicht gut genug für sie fühlen, werden jetzt nach der richtigen Antwort suchen. Das sind die Männer, die die sexuelle Spannung, die sie gerade versucht, zwischen dir und ihr aufzubauen, nicht aushalten können. Sie möchte ganz subtil herausfinden, ob du fortan die Rolle des Mannes wahrnehmen wirst, der zu sich und seiner Meinung auch einsteht, oder ob du versuchen wirst, für sie etwas anderes zu sein. Und zu viele von uns geben uns manchmal in diesen Momenten mit der Rolle des geschlechtslosen, ungefährlichen und netten Bekannten ab, der Friendzone. Aber gehen wir noch ein Level tiefer, denn das ist zum Glück auch der Grund, warum Frauen so fantastisch sind. Sie hat dir eigentlich schon längst einen Heimvorteil beschert. Sie ging davon aus, dass du den Test schon längst bestanden hättest. Sie ging davon aus, dass ihr zwei auf Augenhöhe seid. Denn was sie eigentlich damit beabsichtigen wollte, war mit dir zu flirten. Es war ein ganz klarer Flirtversuch. Frauen tun das super oft, wenn sie dir scheinbar aus dem Nichts einen Spruch reindrücken wollen. Sie mag dich. Darum wollte sie dich ansticheln. Sie wollte mit dir spielen, so wie wir es früher im Sandkasten getan haben. Aber dem Mann, dem das dann zu viel Druck ist und der sich aus der Schlinge ziehen will, für den wird sie keine sexuelle Anziehung spüren. Wenn du antwortest, okay, dann haben wir das geklärt, oder anderweitig versuchst, aus dem Thema zu fliehen, dann hast du ihr damit signalisiert, dass du entweder kein Interesse an ihr als Frau hast oder sie für dich außerhalb deiner Liga ist. Und das hast du dann entschieden. Und sie wird es dann nicht nochmal versuchen. Der Zug ist dann abgefahren. Ist das nicht verrückt? Bei den Frauen, an denen wir kein Interesse haben, da fällt es uns scheinbar spielend leicht, ruhig zu bleiben und souverän zu antworten. Aber die Frauen, die wir mögen, da werden wir nervös. Und da kommt dann so etwas raus. Aber es gibt eine simple Lösung. Und die ist so einfach, dass sie jeder von uns hinbekommen kann. Erst recht du. Und zwar lautet sie die Ja- und Regel. Erster Schritt. Die Situation annehmen. Gib ihr als allererstes recht. Sag ihr, ja, genau so ist es. Mit dieser simplen Annahme des Szenarios zeigst du ihr schon mal vorneweg, dass du völlig okay mit dieser sexuellen Spannung bist. Weil du ihrer Einladung folgen kannst, mit ihr aufs Boot gehst, weiß sie, dass mit dir solche und andere unartige Sachen möglich sind. Der zweite Schritt ist das Und. Fordere sie nun heraus. Ja, genau so ist es. Aber wie stellst du dir das mit deinen High Heels eigentlich vor? Oder, schade, ich hätte meine Sonnencreme mitnehmen sollen. Wo sollen wir so schnell ein Auto herholen? Oder, das hört sich fantastisch an. Solange wir beide keinen Heuschnupfen haben. Du brauchst diese Antworten nicht aus dem FF zu können oder irgendwie auswendig zu lernen. Die Ja-und-Regel besagt lediglich, dass du das fiktive Szenario, die verrückte Fantasie, die sie gerade aufgebaut hat, annimmst und erweiterst. Dass du die Geschichte, die sie gerade begonnen hat zu erzählen, einfach weitererzählst. Und das Tolle ist, das können erst recht wir Introvertierten lernen. Das Flirten lernen, das kann ich dir beibringen. Und das Selbstvertrauen, das steckt schon längst in dir drinne. Manchmal fehlt uns nur ein roter Faden,
ein Nordstern, an dem wir uns orientieren können. Eine Grundlinie, mit der wir Musik machen können. Und die bekommst du im kostenlosen Erstgespräch. Wenn du das alleine machen möchtest, dann wünsche ich dir das Allerbeste dabei. Wenn du zu unserer Philosophie passt, dann freue ich mich extrem darauf, dir dabei zu helfen, Frauen zu entdecken, zu verführen und entlang der Reise die richtige zu finden. Für mehr Infos klicke hier.